Liebe Leidende, ich begrüße euch wieder herzlich in der kleinen Arztpraxis am Rande der großen Stadt zur neuen Folge von Der Nächste bitte. Wadenkrämpfe, das kennen wir alle. Aber heute haben wir mit einem Phänomen der Medizin zu tun, das deutlich unangenehmer ist als Wadenkrämpfe, nämlich eine Krankheit, die heißt Schaufensterkrankheit. Was die Schaufensterkrankheit ist und was sie bedeutet und wo sie herkommt, das erklärt uns Dr. Christoph Plönes. Er ist Chefarzt der Klinik für Angiologie, also Gefäßmedizin, an der Schönklinik in Düsseldorf-Herd. Was ist die Schaufensterkrankheit? Die Schaufensterkrankheit ist ein Ausdruck einer arteriellen Durchblutungsstörung des Beines. Kommt dadurch zustande, dass das Bein während des Gehens relativ zu wenig Blut in den Muskel bekommt. Mhm. Der reagiert im wahrsten Sinne des Wortes sauer durch Schmerzen und zwingt den Patienten stehen zu bleiben. Und damit das nicht so auffällt, sucht er dann meistens, wenn er in Begleitung ist, nach einem Schaufenster. Also ein Trick. Ein Trick, und so kommt der Ausdruck Schaufensterkrankheit zustande. Also eine Krankheit, mit der man eigentlich ja zum Arzt gehen sollte. Und wenn der Arzt diesen Menschen mit einer Schaufensterkrankheit anschaut, dann wird er sich nicht nur den Unterschenkel, sondern auch die Füße angucken. Warum eigentlich? Vor allen Dingen die Füße. Er wird sie vor allen Dingen tasten. Er wird versuchen, den Fußpuls zu tasten. Weil wenn er ihn nicht tastet oder abgeschwächt tastet, deutet das darauf hin, dass zu wenig Blut in das Bein kommt und die Beschwerden verursacht. Und dann wird der Patient möglicherweise sich fragen oder den Arzt fragen, ja, woran kann das denn liegen, dass das bei mir so auftritt? Und dann wird man vielleicht mal über eine Grunderkrankung zum ersten Mal sogar reden, nämlich die Zuckerkrankheit. Also bei Zuckerkrankheit kommt es sehr viel häufiger zu einer derartigen Durchblutungsstörung, zur Arteriosklerose, auch früher, auch heftiger und, sagen wir mal, breiter verstreut. Ja. Nicht nur in den Beinen, unter Umständen auch in den Koronargefäßen, in den Herzkranzgefäßen und in den Hirngefäßen. Also die Krankheit heißt ja, die Schaufensterkrankheit hat ja einen richtigen Namen. Die heißt PAVK, also periphere, wegen Peripherie, arterielle Verschlusskrankheit. Aber eigentlich ist ja das Gefäßsystem nicht nur isoliert zu betrachten, sondern auch im Augenhintergrund, so im Herzen, im Gehirn, so überall. Und das ist bei Diabetikern besonders wichtig, weil nämlich die PAVK eine hinweisende Erkrankung ist auf Durchblutungsstörungen, die unter Umständen wirklich lebensbedrohlich sind, nämlich der Herzkranzgefäße, wie gesagt, und der Hirngefäße. Was macht denn das der Arzt mit dem Patienten? Also wie kann man denn diese Verengungen, die sich da ja offenbar in der Schlagader des Beines ergeben haben, wie kriegt man die auf? Was macht man? Es gibt die Möglichkeit, zunehmend das Problem durch eine Katheterbehandlung zu lösen, ähnlich wie man heute sehr viele Dinge durch den Herzkatheter lösen kann, kann man das bei den Beinschlagadern und nicht nur dort auch machen. Ja. Bei sehr, sehr langen Verschlüssen über mehrere Etagen und bei besonderen Verortungen der Durchblutungsstörung ist nach wie vor auch eine Operation, eine gefäßchirurgische Operation. Ein Bypass? Ein Bypass, genau, oder ein Ausschälen. Gibt es auch da unten, ja. Gibt es auch nach unten oder ein Ausschälen, Therapie der Wahl. Das heißt, der Patient kommt mit diesen Beschwerden. Dummerweise ist es aber doch bei Zuckerkranken so, dass die diese Beschwerden erst relativ spät merken. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Das ist das Schlimme daran. Obwohl diese Erkrankung bei Diabetespatienten besonders stark verläuft, aggressiv verläuft, ist es trotzdem so, dass sie es sehr spät merken. Und zwar warum? Weil sie haben ein gestörtes Schmerzempfinden des Fußes. Ja. Das heißt, und auch der Muskulatur. Das heißt, es kann passieren, dass dieses Symptom der Schaufensterkrankheit gar nicht auftritt. Und dass unter Umständen die erste Manifestation der Erkrankung in einem sehr fortgeschrittenen Stadium sich vollzieht. Das heißt, der Betroffene sollte gucken, dass er seine üblichen Risikofaktoren abstellt, Blutfette, Rauchen und so weiter. Aber er sollte vor allen Dingen gucken, dass er auch seine Füße unter Kontrolle hält. So ist es. So ist es. Das heißt, ihr Lieben, wir lernen, der Fuß ist nicht das unbedeutendste Gerät unseres Körpers. Und wer gar nicht weiß, dass er sowas überhaupt hat, sollte vielleicht mal anfangen, mit dem Arzt über seine Blutzuckerwerte zu reden. Damit fängt es immer an. Passen Sie auf sich auf.